Hey Leute, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute im Doppelpack unterwegs. Canon EOS R5 und Canon EOS R6. Das sind Pre-Production-Modelle, das heißt, wir können euch noch keine In-Camera-Beispiele zeigen. Das ist unser erstes Video zu diesen beiden Kameras, wird aber sicherlich nicht das letzte sein. Das heißt, sobald möglich liefern wir da natürlich nach. Was gibt es also in diesem Video zu sehen? Wir können euch verbindliche Angaben zu den technischen Spezifikationen machen, beider Kameras. Was genau können die? Das Video ist grob unterteilt, drei Teile. EOS R5 ist der Schwerpunkt, dann im Vergleich dazu die EOS R6. Und zum Schluss gucken wir uns dann noch an, was Canon in naher Zukunft noch für uns parat hält. Da kommen nämlich tolle Objektive, zwei Extender, Batteriegriffe und allerhand nützliche, tolle Sachen, die ihr auch mit diesen Kameras benutzen könnt. Also steigen wir ein in die Canon EOS R5. Von der Charakteristik her könnte man auch von einer spiegellosen 5D Mark V sprechen beispielsweise. Das Herzstück von der R5 ist ein 45 Megapixel Sensor. Die Auflösung brauchen wir unter anderem auch für die 8K Videofunktion, die diese Kamera bietet. Abgesehen davon ist beispielsweise der Wetterschutz und überhaupt die Gehäusequalität vom Niveau her auf einem Level der 5D Mark IV. Wir haben hier mal oben ein Video verlinkt von der Ulla Lohmann, die ist mit einer 5D Mark IV, die also von der Gehäusequalität her vergleichbar ist mit der R5, in den Vulkan rein. Nur, dass ihr mal sehen könnt, was diese Kameras aushalten, auch bei Extremsituationen. Was den Sensor anbelangt, sagt Canon auch, die R5 hat quasi die Gene der 1DX Mark III, dem Flaggschiff der Spiegelreflexkameraserie. Besonders beim Autofokussystem bietet die R5 hammermäßige Spezifikationen. Sie bietet Gesichtserkennung, Augenerkennung, auch im Profil, Kopferkennung, das heißt auch Leute von hinten. Sie erkennt auch die Gesichter bei weit entfernten Menschen. Wir haben Tiererkennung und alle diese Modi, komplett, sind sowohl im Video wie auch im Fotobetrieb einsetzbar. Megamäßig gut. Die Autofokusfeldabdeckung wurde im Vergleich zur EOS R nochmal ein bisschen verbessert. In der Automatik haben wir eine 100x100 Abdeckung, das heißt der komplette Sensor. Wählen wir das Fokusfeld manuell, haben wir vertikal eine Abdeckung von 100% und horizontal eine Abdeckung von 90%. Also auch nahezu der komplette Sensor steht uns zur Verfügung. Auch im Niedriglichtbereich macht der Autofokus eine wahnsinnig gute Figur mit einem Lichtwert von minus 6. Als kleines Spankerl bietet die R5, wie schon die EOS RP, aber nicht die EOS R, die Funktion Focus Bracketing. Dazu haben wir übrigens auch ein Video auf unserem Kanal. Das im Detail zu erklären, würde den Rahmen dieses Videos sprengen, aber es ist eine sehr nützliche und auch oft nachgefragte Funktion, die der R5 hat. Der tolle Sensor mit seinem hervorragenden Autofokussystem hat im Vergleich zur EOS R noch ein weiteres wesentliches Upgrade bekommen. Er ist jetzt innerhalb des Gehäuses stabilisiert. Darüber hinaus bietet die R5 den sogenannten koordinierten Bildstabilisator. Das heißt, benutzt man ein RF-Objektiv, das seinerseits stabilisiert ist, kommuniziert die Kamera mit diesem Objektiv und kombiniert beide Stabilisierungen, die innerhalb des Objektivs und die innerhalb der Kamera. Dadurch schafft dieses System in Verbindung mit gewissen Objektiven eine Stabilisierung von bis zu 8 Blendenstufen. Hier eine kleine Übersicht, mit welchen Objektiven ihr das tatsächlich umsetzen könnt. Die anderen liegen so bei 6 bis 7 Blendenstufen, also auch noch wirklich, wirklich hervorragend. Ihr könnt auch eure alten, unstabilisierten Objektive an die R5 anschließen und in den Genuss von Sensorstabilisierung kommen. Dazu müsst ihr einfach der Kamera angeben, welche Brennweite ihr benutzt und schon funktioniert das Ganze. Solltet ihr ältere, stabilisierte EF-Objektive haben, könnt ihr sogar den koordinierten Bildstabilisator der R5 benutzen. Wir haben allerdings noch keine Angaben darüber, wie viele Blendenstufen hier zu erreichen sind. Aber es ist möglich. Was Kartenslots anbelangt, bietet die EOS R5 zwei Stück. Wir haben einen SD-Kartenslot, UHS-II Geschwindigkeit und ein CF-Express-Kartenfach. Damit sind Highspeed-Serienbildraten von bis zu 20 Bildern pro Sekunde mit elektronischem Verschluss und bis zu 12 Bildern pro Sekunde mit mechanischem Verschluss möglich. Wir befinden uns also nahezu auf dem Level der 1DX Mark III. Das Ganze funktioniert mit voller Auflösung, auch wenn ihr RAW und JPEG simultan aufnehmt und mit kontinuierlichem Dual-Pixel-Autofokus inklusive Objektverfolgung. Ihr bekommt also eine wahnsinnig schnelle Kamera ohne irgendwelche Kompromisse, was Aufnahmemodi oder Autofokus-Performance anbelangt. Ausgelegt ist das Gehäuse der R5 für stolze 500.000 Auslösungen. Als Sucher bekommen wir bei der R5 ein richtig starkes Ding. 5,76 Millionen Pixel, 120 Bilder pro Sekunde Refresh Rate und kein Blackout, auch bei der höchsten Serienbildgeschwindigkeit.
Obendrauf bekommen wir ein schönes Top-Deck-Display und selbstverständlich haben wir wieder das dreh- und schwenkbare Touch-Display. Im Grunde die beste Variante von einem Kamerabildschirm, die ich mir denken kann, und durch die Bank weg, eigentlich würde ich sagen, die beliebteste Variante auch. Mit der kann man einfach alles machen. Über Kopf, aus der Hüfte, Selfies, alles wunderbar und sehr, sehr einfach. Was das Gehäuselayout anbelangt, ist die R5 der 5D Mark IV nachempfunden. Nicht bis ins Detail, aber sie kommt doch recht nahe ran. Was auch sehr gut ist, weil die 5D Mark IV ein absoluter Publikumsliebling ist, wo wirklich alles an der richtigen Stelle sitzt. Im Vergleich zur EOS R gibt es ein paar Unterschiede. Wir haben nicht mehr die Touchbar, sondern einen Joystick und hier wieder das altbekannte Wahlrad. Oben beim Modus-Wahlrad haben wir wieder das der EOS R. Da haben wir einen Modusknopf und darum das kleine Wahlrädchen. Zur Konnektivität ist Folgendes zu sagen. Die R5 bietet WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz. 5 ist natürlich schneller, aber eben nicht mit jedem Gerät kompatibel. Sie bietet Bluetooth, USB-C 3.1, zweite Generation. Das heißt, wir können über den USB-C-Anschluss die Kamera laden oder sie über das Stromnetz speisen und im Dauerbetrieb benutzen. Des Weiteren haben wir Micro-HDMI, da geht das Signal raus an Rekorder oder Monitore. Außerdem bietet die R5 im Vergleich zu R6 hier einen Studio-Blitzanschluss. So, und jetzt natürlich zu meinem besonderen Steckenpferd, den Videofunktionen. Ich erzähle hier nicht alles im Detail, dazu bietet die Kamera einfach zu viel, aber ich erzähle euch natürlich von den Highlights und für alles andere blenden wir euch die Infos ein. Das heißt, wenn ihr was genauer sehen wollt, könnt ihr das Video kurz stoppen, angucken und dann weitermachen. Also steigen wir gleich mal richtig dick ein. Die R5 bietet uns 8K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Sie ist die erste spiegellose Kamera mit Wechselobjektiv-Bajonett und Vollformatsensor, die dieses Videoformat anbietet. Und dazu noch in einem unfassbar kompakten Formfaktor. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, in verschiedenen Bitraten aufzuzeichnen. Maximal 12 Bit RAW auf CF Express-Karten, weil die Datenrate das Machbare der SD-Karten übersteigt. Wir haben All-I-Komprimierung und IPB zur Auswahl. Des Weiteren können wir DCI und Ultra-HD-Auflösung wählen. Wir bekommen im 4K-Videomodus bis zu 120 Bilder pro Sekunde, wieder DCI, allerdings hier keine Ultra-HD-Auflösung. Und Full-HD geht natürlich immer. Speziell für die Filmer, die das Ganze vielleicht ein bisschen professioneller angehen wollen, die vor allem auch in der Nachbearbeitung das Maximum aus ihrem Videomaterial herausholen wollen, vor allem die werden sich freuen, dass Canon in sämtlichen Videomodi jetzt auch Canon Lock mit bis zu 10-Bit 422 Color Sampling bietet. Außerdem bekommen wir im 4K- und Full-HD-Videobetrieb auch die Möglichkeit, mit dem sogenannten HDR-PQ-Profil aufzuzeichnen. Das ist besonders für kompatible Fernseher und Monitore geeignet. Auch freut uns besonders zu hören, dass es keinerlei Einschränkungen in irgendeinem der Videomodi gibt, was die Performance des Dual-Pixel-Autofokus anbelangt. Wir haben dieses hervorragende Autofokussystem für Video mit eines der besten, manche sagen das beste, in allen Videomodi zur Verfügung. Ohne irgendwelche Einschränkungen. Auch bekommen wir mit der R5, diesmal sogar im 8K-Betrieb, natürlich aber auch im 4K-Betrieb, eine hervorragend implementierte Timelapse-Funktion. Auch dazu haben wir auf unserem Kanal bereits ein Video und es ist einfach eine Freude, weil es ist super gut implementiert. Man kann sehr einfach sehr hochwertige Resultate erzielen. Darüber hinaus gibt es das sogenannte Frame-Grabbing, sowohl im 8K-Videomodus wie auch im 4K-Videomodus. Auch Hilfsfunktionen sind für die Videoaufnahme von entscheidender Bedeutung. Mit der R5 bekommen wir sowohl Zebras, die zeigen uns überbelichtete Bereiche an, als auch Focus Peaking und die Canon eigene Fokussierhilfe Focus Assist. Man merkt auch an anderer Stelle, dass Canon bei der Konzeption seiner Kameras in die Zukunft blickt. Vertikales Video wird vor allem auf Social Media immer wichtiger. Da bietet die R5 eine Möglichkeit, und zwar kann man jede beliebige Aufnahme als Vertikalvideo ausweisen, sodass sie im Playback-Modus auch vertikal wiedergegeben wird. Gute Idee. So, jetzt kommen wir zu Canon EOS R6. Zunächst mal, wie ist die positioniert? Die ist positioniert zwischen der Canon EOS R und der R5, sowohl preislich als auch von den Spezifikationen her. Man könnte sie sich auch vorstellen als Mischung aus einer 6D Mark II und einer 7D Mark II. Von der 6D Mark II hat sie die Vollformat-Sensorgröße entlehnt und von der 7D Mark II die Geschwindigkeit. Ich werde das mit der R6 machen, ähnlich wie mit der R5, allerdings werde ich mich im Wesentlichen auf die Unterschiede konzentrieren. Also packen wir es an. Canon EOS R6. Was den Wetterschutz der R6 anbelangt,
befinden wir uns nahe an der R5, aber eben nicht ganz auf diesem Niveau. Die R5 hat ein Magnesiumgehäuse, die R6 hat ein Gehäuse aus Polycarbonat. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger und sehr robuster Kunststoff. Das macht die Kamera dafür auch ein ganz klein bisschen leichter. Beim Sensor bekommen wir mit der R6 20 Megapixel. Wieder haben wir die Gene der 1DX Mark III. Das heißt, es ist mit einer sehr hohen Bildqualität zu rechnen. Da werden wir auf diesem Kanal nach Möglichkeit natürlich auch noch einen Vergleich mit Originalbildern machen. Der kommt dann später. Die ISO-Performance der R6 ist tatsächlich sogar etwas besser als die der R5. Weil die R6 weniger Pixel auf der gleichen Fläche unterbringt, dadurch können die Pixel größer sein und mehr Licht einfangen. Das kommt der ISO-Performance zugute. Der Lichtwert lag bei der R5 bei starken -6 Blenden. Bei der R6 ist er sogar noch ein bisschen besser mit -6,5 Blenden. Beim Autofokussystem auch sehr, sehr erfreulich. Freut mich persönlich auch super gut, weil es ja nicht immer überall so ist. Wir bekommen das Identische. Wir bekommen bei der R6 dasselbe hervorragende Autofokussystem wie bei der R5. Vor allem die Filmer wird es riesig freuen. Aber natürlich nicht zuletzt auch die Fotografen, weil natürlich auch diese Kamera extrem schnell ist. Aber eben mit 20 Megapixeln statt mit 45. Das heißt, wir bekommen wieder sowohl im Foto- wie im Videobetrieb Gesichtserkennung, Augenerkennung, Erkennung im Profil, Tiererkennung, Kopferkennung, Menschen von hinten. Das ganze Paket ist auch in der R6 und es ist wirklich spitze. Besten Dank. Auch oft nicht der Fall, umso besser, dass es bei der R6 doch so ist. Wir bekommen mit der R6 dieselbe hervorragende koordinierte Bildstabilisierung wie bei der R5. Also alles, was ich vorhin über Gehäusestabilisierung, Objektivstabilisierung und die Kombination zur R5 gesagt habe, gilt auch für die R6. Wirklich hervorragend. Wieder haben wir zwei Kartenslots. Diesmal sind beides SD-UHS-II Kartenslots. Wieder ist die High-Speed-Serienbildaufnahme mit den vorher genannten Werten möglich. 20 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss, 12 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss. RAW plus JPEG simultan, kein Problem. Dual-Pixel-Autofokus kontinuierlich mit Objektverfolgung, alles mit drin. Was die Auslösungen anbelangt, liegen wir bei der R5, wie gesagt, bei 500.000, bei der R6 hier bei 300.000. Das sollte wirklich für die allermeisten Anwendungsgebiete und die allermeisten Anwender dicke reichen. Beim Sucher gibt es einen Unterschied. Wir haben hier statt 5,76 3,69 Millionen Bildpunkte. Allerdings wieder eine Refresh-Rate von 120 Bildern pro Sekunde und auch bei der höchsten Serienbildgeschwindigkeit keinen Blackout. Bei der R6 fällt das Top-Deck-Display der R5 weg. Außerdem haben wir das Standard-Modus-Wahlrad. Das Display hinten ist wieder dreh- und schwenkbar, so wie wir es gewohnt sind, und hat natürlich ein Touch-Interface. Es ist von der Diagonale her ein bisschen kleiner und es hat eine leicht geringere Auflösung. Ansonsten lässt sich damit arbeiten, ganz genau wie mit der R5. Was die Konnektivität anbelangt, deckt sich die R6 nahezu komplett mit der R5. Wir haben bei der R6 keinen Studio-Blitzanschluss und wir haben bei der R6 beim WLAN nur 2,4 GHz. Die 5 GHz-Variante fällt hier weg. Das sollte aber für die allermeisten Anwender kein Problem sein. Jetzt zum Video der R6. Natürlich im Vergleich zur R5, wie schon erwähnt. Wir haben bei der R6 keine 8K-Videomodi. Dafür haben wir ein sehr schönes 4K-Bild mit hoher Detailtiefe, weil die R6 ihr 4K mit 5,1K oversampled aufnimmt. Wir bekommen bei der R6 keine DCI-Auflösung. Das heißt, wir bekommen nicht 4096x2160 Bildpunkte, sondern nur UHD in Anführungszeichen. Das sind 3840x2160 Bildpunkte. Wir bekommen auch nicht die All-I-Kompression, sondern nur IPB. Darüber hinaus haben wir einen ganz, ganz minimalen Crop in 4K. 1,06. Da würde ich behaupten, wem das nicht erzählt wird, dem fällt es wahrscheinlich nie auf. Also ich bin kein Freund von Crops, überhaupt nicht, aber das ist so gut wie nicht relevant. Ebenfalls nicht möglich mit der R6, der Dual Record Mode. Die R5 könnte zum Beispiel auf der CF Express Karte 8K mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen und für den Schnitt auf der SD-Karte ein 4K-Proxy-Signal. Das ist leider mit der EOS R6 nicht möglich. Aber ansonsten gilt natürlich wieder 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, Canon Lock, 10-Bit, 422 Color Sampling und natürlich
unser allseits beliebter, wunderbarer, butterweicher, verlässlicher, schneller Dual-Pixel-Autofokus in jedem Videomodus ohne irgendwelche Einschränkungen. So muss das sein. Wieder, wie schon bei der R5, haben wir die Möglichkeit, vertikales Videomaterial als solches auszuzeichnen, sodass es im Playback-Betrieb auch vertikal wiedergegeben wird. Wie gesagt, gute Idee. Kurz vor Schluss noch ein paar Worte zu kommenden Neuerscheinungen. Zum einen wäre da der Batteriegriff BGR10. Den gibt es für die R5 und die R6 und der hat jetzt einen kleinen Joystick und die Lupenfunktion. Des Weiteren gibt es eine Kombination aus Batteriegriff und Wireless Transmitter, den WTF R10. Den gibt es allerdings nur für die R5. Auch der hat wieder den Joystick und die Lupenfunktion. Sowohl die R5 wie die R6 benutzen eine neue Generation von Akku, den sogenannten LPE6NH. Der bietet 14% mehr Kapazität. Aber selbstverständlich könnt ihr auch eure älteren LPE6N-Akkus in sowohl der R5 wie der R6 verwenden. Des Weiteren im Programm zwei Extender fürs AirBayonet, einen 1,4-fachen und einen 2,0-fachen. Natürlich gibt es auch zu Objektiven was zu sagen. Zum Beispiel gibt es da das neue 100-500mm Objektiv, Blende 4.5 bis 7.1 RFL. 100 mm mehr Brennweite, 13% weniger Gewicht und im Vergleich zu seinem Pendant aus dem EF-Bereich mit Adapter 10 mm kürzer. Auch die Porträtfotografen dürfen sich freuen, die eine günstigere Alternative zum hervorragenden 85mm 1.2 RF-Objektiv suchen. Canon bietet nun das 85mm F2 mit Makrofunktion und lautloser Fokussierung durch STM-Technologie. Und jetzt noch was für alle Freunde der Tierfotografie, für alle, die gerne auf Safari gehen und für alle Train- und Plane-Spotter. Zwei Super-Tele-Brennweiten. Zum einen 600mm Blende 11, Gewicht unter 1 Kilogramm und im eingefahrenen Zustand eine Länge von weniger als 20 cm. Das Ganze zu einem Preis von unter 750 Euro. Dann das 800mm, ebenfalls Blende 11, weniger Gewicht als 1,3 Kilogramm, im eingefahrenen Zustand knapp unter 30 cm Länge und das Ganze für weniger als 1000 Euro. Für wen also sind die Kameras die richtige Wahl? Bei der R5, vor allem wenn man sich den Videobereich anguckt, da sind wir im Bereich der Cinema-Kameras. Also das ist von der Qualität schon so gut, ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann Netflix sagt, hey, mit der R5 könnt ihr für uns produzieren. Die ist von der Qualität und von dem, was sie videotechnisch liefert, absolut auf dem Standard, dass wir sagen, das funktioniert. Und das ist schon außergewöhnlich, vor allem wenn wir uns den Formfaktor von dieser Kamera angucken. Also die ist noch nicht legitimiert für Netflix, aber andere Kameras, die mit dieser hier in Konkurrenz stehen und wo diese hier sehr gut dagegen abschneidet, sind bereits legitimiert. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für die R5 passiert. Und dann hat man eben wirklich eine Cinema-Kamera, die 8K aufnimmt, die 4K mit 120 Bildern pro Sekunde aufnimmt, die DCI hat, die 12-Bit intern aufnimmt und so groß ist. Unfassbar. Unfassbar. Also im Videobereich absolutes High-End und eben in Kombination mit dem Formfaktor grandios. Das kann man auch auf einen Gimbal draufpacken, auf einen ganz normalen Ronin S und darunter 8K schießen. 4K 120 Bilder pro Sekunde, ich habe es ja schon erwähnt. Also für kleine Filmproduktionen oder auch für hochwertige Filmproduktionen oder für Leute, die Musikvideos drehen. Überhaupt für alle, die wirklich hohe Qualität, aber halt in Kombination mit einem kleinen Formfaktor. Für alle, die das suchen, also hier werdet ihr fündig. Das ist ein grandioses Ding. Im Fotobereich natürlich auch, wer hohe Auflösung braucht, Studiofotografen, Leute, die viel croppen oder generell, wer eben die 45 Megapixel schätzt, ist bei der R5 genau richtig. Dazu natürlich enorme Geschwindigkeit, keine Kompromisse, was Autofokusleistung anbelangt, ein sehr, sehr leistungsstarkes Autofokussystem mit Deep Learning und Machine Learning, mit Algorithmen, die immer besser werden in der Gesichtserkennung, in der Tiererkennung, in der Hinterkopferkennung. Also in dem Paket für den Preis absolut geiles Teil. Richtig, richtig stark. Die A6 auf der anderen Seite auch super gut. Könnte man sagen, ist vielleicht eine abgespeckte Variante von der A5, aber natürlich nur in Anführungszeichen. Denn auch die A6 bietet natürlich richtig Dampf unter der Haube. Ne? Hat nicht jeder einen 8K-Workflow zu Hause stehen, muss man sich ja auch überlegen. Sind riesige Datenmengen, ja? Da braucht man schnelle Rechner und all sowas.
4K haben schon die meisten, würde ich sagen, zu Hause stehen. Und 4K, 10-Bit, 422 Color gesampled mit Canon Log, damit lassen sich schon richtig, richtig satte Sachen machen. Darüber hinaus dieselbe Geschwindigkeit, sehr, sehr schnell, genauso wie die R5, eben mit 20 Megapixeln. Aber wer nicht unbedingt die 45 Megapixel braucht oder die ganz hervorragende Wetterfestigkeit und Robustheit der R5, also mit der hier könnt ihr 6 Wochen Urlaub im Amazonas machen, ja, oder in den Vulkan reinspazieren womöglich. Wer das nicht braucht, der ist eben bei der R6 auch schon super aufgehoben. Wie gesagt, kommt nicht ganz ran von der Wetterfestigkeit und von der Robustheit an die R5, aber ist nah dran. Also auch ein super stabiles und robustes Gehäuse. Also, das sind die beiden Kameras. Ich hoffe, wir haben euch viele nützliche Infos gegeben. Wie gesagt, Beispiele, was die Videoqualität, die Fotoqualität und tatsächlich die Benutzung anbelangt, die liefern wir gerne noch nach, sobald wir können. So viel mal von uns. Hoffe, euch hat es gefallen. Mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Guckt mal im Internet vorbei unter www.fotouniversal.de. Checkt uns mal auf Facebook. Wir machen immer wieder tolle Events zu neuer Technik oder interessanten Themen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Abonniert unseren Kanal und klickt das kleine Glöckchen an. Dann gibt es eine Benachrichtigung jedes Mal, wenn wir ein neues Video hochladen. Und wer jetzt unter den Ersten sein möchte, der die Möglichkeiten der Canon-Spiegellos-Serie für sich selbst nutzen möchte, der kann sie bei uns im Online-Shop vorbestellen. Links unten in der Beschreibung oder er kommt bei uns direkt im Laden vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Also, R5, R6, checkt es aus. Bis dahin, macht's gut.